Hallihallo, willkommen zum Airport Sim und zwar zur Demo-Version. Das volle Spiel ist vor ungefähr einem Monat erschienen auf Steam und es gibt eine Demo-Version, die wir uns zusammen angucken. Gehen mal direkt hier ins neue Spiel und sehen hier, es gibt einen Szenario-Modus, also da gibt es bestimmte Szenarien, die man eben abhandeln, abspielen kann. Dann gibt es das freie Spiel und eine Herausforderung. Und hier in der Demo-Version gibt es halt nur ein Szenario, nämlich hier im Flughafen von Vaggar. Ansonsten gibt es auch noch Keflavik, Warschau und Key West. So, wir gucken uns jetzt Vaggar an und das hier ist das Demo-Szenario, das wir eben haben. Und das starten wir jetzt mal direkt. Ja, der Airport Sim ist ein Simulator, der vor allen Dingen eben die Operation am Boden simuliert. Also man kann jetzt keine Flugzeuge fliegen, man kann aber jede Menge Fahrzeuge fahren. Und das Ganze machen wir jetzt auch mal zusammen. So, herzlich willkommen hier in Vagar. Also, wir stehen jetzt hier, ne, auf dem Rollfeld. Da ist dann das Terminal, ne, da sind die Fluggäste. Ich glaube nicht, dass wir da rein können. Ich weiß nicht, ob wir in der Vollversion des Spiels in die Flughäfen reinkommen oder nicht. Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt das Tablet hier öffnen, dann sehen wir hier, wir haben folgende Aufträge. Einmal hier dieser Flug, der jetzt gleich hier ankommt, um 21:15 Uhr in Vagar. Wir sehen ihn jetzt gleich auch landen und hier, der fliegt gleich ab. Wir können uns zunächst hier um den hier kümmern und sehen, wir haben jetzt diese Aufgaben hier vorne und warten jetzt einfach nur, bis der Flieger landet. Das müsste jetzt gleich auch passieren. Da vorne, da seht ihr es schon. So, wir gucken uns das mal ein bisschen hier von etwas näher an. Jawohl. So. Hervorragend. Weich wie Butter gelandet. Ja, ich muss an dieser Stelle allerdings sagen, ich kenne mich nur so marginal mit Flugzeugen aus. Das ist wirklich nicht meine Welt. Auch wenn ich gerade erst vor kurzem tatsächlich selbst in einem Flieger noch saß. Es ging leider nicht mit dem Zug. Sind doch Flugzeuge am Ende nicht mein Metier. Sondern das sind dann eher dann doch die Züge. Allerdings, ihr seht, die Grafik ist mega gut. Also ich finde die richtig, richtig schön. Spiel läuft auch sehr performant, muss ich sagen. Und da sind ein paar sehr interessante Aufgaben. Und ich glaube, das Spiel geht ordentlich in die Tiefe der Simulation rein. Allerdings ist das eben nur die Demo-Version. Dementsprechend ja, könnte es ein bisschen ja, ein wenig. Ja, also es gibt ein paar Elemente, die wir einfach nicht spielen können. So, wir werfen mal hier so ein paar von diesen Pylonen hin. Also so viel zum Thema Simulationstiefe. Oh. Da vorne wird jetzt gleich unser Flieger landen. Wir können die auch natürlich alle aufheben, aber ganz ehrlich, die Sachen rumwerfen macht viel mehr Spaß. Und hepp. Und da vorne hier Atlantic Airways. Sind übrigens auf der Färöer-Insel, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Habe ich, glaube ich, bisher nicht erwähnt, für diejenigen, die es nicht wissen. So, jetzt haben wir schon mal die Pylonen darüber gebracht. Was es leider nicht gibt, und ich weiß nicht, ob es das in der Vollversion gibt, ist sowas wie so KI-Verkehr, so im Sinne von hier auf den Straßen, dass die anderen Flugzeuge abgefertigt werden und so. Ich weiß es nicht, ob es das in der Vollversion gibt. Und es gibt so jede Menge Sachen, die wir halt zum Beispiel im Tutorial gar nicht machen können. Es gibt zum Beispiel hier diesen Bereich mit diesem Baggage Drop-Off, dass hier das Gepäck verladen wird. Das machen wir jetzt zum Beispiel in dem Tutorial gar nicht. Aber wir sehen, das Ganze ist interaktiv, ne? Aber wir werden uns damit nicht beschäftigen. So, der Flieger ist gelandet. Dann werden wir zunächst erstmal diese Pylonen aufstellen. Beziehungsweise das Erste, was wir machen, ist, dass wir einmal hier so solche Keile anbringen an den Rädern, damit der Flieger nicht wegrollt. Machen wir jetzt hier auch. Wir haben vorhin die Unterlegkeile ja, geholt aus dem entsprechenden Behältnis. Und jetzt werden wir noch die Hütchen hier hinlegen. Dazu heben wir die einmal alle auf. 3, 4, 5. So, ich glaube, wir können nicht viel mehr tragen. So, positionieren Sie noch halbwegs richtig. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Maus, aber das passt, glaube ich, so. So, genau. So, einer dahin, einer hierhin, ein Hütchen
dahin. Also was es, glaube ich, nicht gibt, ist sowas wie zum Beispiel der Tower, dass man da dann Fluglotse ist oder Fluglotsin. Das ist, glaube ich, auch nicht Teil der Simulation, sondern es geht halt wirklich um die Operation hier am Boden. Ich weiß nicht, ob sowas wie so Tickets checken, ob sowas auch mit dabei ist. Das fände ich auch ganz cool. Ja, also wenn man da dann hier am Terminal ist oder irgendwie so Ausweiskontrollen oder sowas durchführt, ob das mit dabei ist. Ich weiß es nicht, aber ehrlicherweise, ich habe schon Bock herauszufinden, ob das der Fall ist. Und das führt mich dann zum nächsten Gedanken. Wenn euch das hier Spaß macht und ihr meint, da würde ich aber gerne mehr von sehen, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, weil das ist ja nur die Demo-Version und vielleicht hole ich mir dann einfach mal die Vollversion und dann können wir da gucken, dass wir da ein paar mehr Folgen daraus machen. So, jetzt haben wir den Flieger gesichert. Können auch mal hier noch einen Screenshot machen. Und dann holen wir das Tablet raus und dann sehen wir als nächste Aufgabe, setzt er den Bypass-Pin. Das machen wir jetzt auch. Ups. So. Und zwar hier. Der Bypass-Pin, das ist ein Pin, den man setzt, damit halt im Cockpit die Piloten keine Kontrolle mehr über das Vorderrad haben, mehr oder weniger. So, nächste Aufgabe. GPU, das ist die Ground Power Unit, also das ist im Grunde genommen die externe Stromversorgung des Fliegers, damit halt, sobald die Triebwerke eben aus sind, wird ja kein Strom mehr generiert. Und damit aber weiterhin der Flieger mit Strom versorgt wird, muss halt von außen so eine Power Unit angeschlossen werden. Dementsprechend steigen wir jetzt hier einmal ein, machen den Motor an und fahren los. Und da vorne diese Kästen hier, das sind diese Ground Power Unit Einheiten. Und da müssen wir jetzt einmal hinten, falsche Richtung, rangrangieren. Noch ein Stück. So, ich glaube, das passt soweit. Und dann einmal hier verbinden. Perfekt. Und dann einmal hier auf unsere Spur drauf. Ja, das macht schon Spaß, hier in so einem Flughafen rumzufahren. Und dann müssen wir jetzt einmal hier hin. Das Ganze wird auch übrigens in den Tutorials erklärt, was genau da gemacht werden muss. Wir trennen einmal die Verbindung und öffnen hier vorne diese Abdeckung. So. Und dann öffnen wir hier diese Abdeckung und dann sehen wir hier so ein paar Kontrollinstrumente. Machen erstmal den Motor an, Engine Power. Dann drücken wir ein paar Sekunden auf Engine Start. Hervorragend, ihr seht hier, die Öltemperatur geht jetzt langsam in die Höhe. Dann machen wir Engine auf Run und DC Output auch auf An. Dann nehmen wir hier dieses Kabel und verbinden das einfach. Na, so, zack. Erledigt. So, und jetzt müssen wir noch einmal das Flugdeck anrufen und sagen, hier die Hilfstriebwerke bitte ausschalten. So, erledigt. So, jetzt haben wir folgende Aufgabe. Jetzt müssen wir das nur noch trennen und dann sind wir fertig mit dem Flieger. Dazu einmal DC Output auf ausgestellt, den auf aus und den auf aus. Kabel trennen. Vermutlich habe ich das vorhin auch eh in falscher Reihenfolge gemacht, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig. Irgendjemand in den Kommentaren wird es eh besser wissen. So. Und dann sind wir mit diesem Flieger schon fertig. Und jetzt geht es hier um den nächsten Flieger, der nach Barcelona fliegt. Und um den müssen wir uns kümmern. Dann fahren wir einmal darüber. Das ist nämlich dieses Flugzeug dort. So, da seht ihr es. Also es gibt auch tatsächlich offiziell richtig gebrandete Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob das eine echte Airline war. Das ist jetzt die keine, das ist Airport Sim. Ups, ich habe vergessen, die GPU mitzunehmen. Ups. Dann noch einmal kurz zurück. So, einmal hier wieder rüber. So. Einmal
Okay, das ist schlecht rangiert. Klappt das jetzt? So, jetzt. Ups, so. Okay, und jetzt aber rüber. Hier in Wagga Flughafen. Einmal um die Kurve herum. Und wir halten an, Motor aus und wir stehen auf. Und dann sehen wir, wir müssen die GPU als erstes verbinden. Dafür öffnen wir einmal hier das Panel. Ups, wir hätten die Klappe runter machen müssen. Egal. Einmal den an, dann einmal wieder den hier an. Zack, der ist an und das ist an. Einmal das Kabel aufgehoben und daran. Dann haben wir das erledigt. Und dann müssen wir das Ganze hier trennen. Dazu müssen wir jetzt erstmal die das Flugdeck anrufen und sagen, Hilfstriebwerk bitte einschalten. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ihr seht jetzt hier so eine Prozentzahl, die hochgeht. Ich nehme mal einmal die Schallschutzkopfhörer ab. Dann wird es mir jetzt ein bisschen laut. Vorsicht. Aber wir hören dann richtig, wie der Flieger praktisch hochfährt. Schon schön, oder? Oh ja, so klingt das gut. So, Kopfhörer wieder drauf. Und dann müssen wir jetzt warten. So, 74, 75%. Eine Fire Station. Ob sowas simuliert ist, weiß ich nicht. So, fertig. Dann einmal den auf aus, den auf aus, den auf aus. Einmal trennen, Klappe zu und du hier rein. Und die Klappe auch einmal schließen. Jetzt sehen wir mal wieder rein. Dann müssen wir nur noch den Bereich räumen. Dazu einmal die hier aufgehoben. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den auch. Und na komm, du auch. Ups. Oh, können wir nicht. Ich bringe die einmal rüber. So, einmal hier losgelassen. Und Kobi. Ja. Und nochmal. Nur nah genug. So, dann haben wir das. Dann jetzt einmal die Unterlegkeile entfernen. Einmal weg. Einmal weg. Und auch das hier weg. Und nur noch zum Schluss den Bypass-Pin. Das kommt dann als letztes. Der ist an dieser Stelle hier rechts. Dann haben wir das geschafft. Und dann müssen wir jetzt nur noch wegfahren. Und dann sind wir auch schon durch mit dem mit der Demo-Version vom AirPod Sim. Dann gucken wir ins Tablet rein. Ja, das passt soweit. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wir uns hier entfernen. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und wie gesagt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock darauf habt, auf noch mehr Folgen. Vielleicht können wir das ja tatsächlich machen. Macht es gut und in dem Sinne, guten Flug. Ne?